Im Kärntner Schloss St. Georgen soll ein Geist sein Unwesen treiben. Der Verein der österreichischen Mythenforschung hat sich nun zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, welchen Wahrheitsgehalt die Geschichten haben. Angeblich sollen die Vorkommnisse sogar polizeilich dokumentiert worden sein. Um das herauszufinden, treffen sie den ehemaligen Polizisten Theo Kelz. Wir haben gehört, dass es da angeblich Beschwerden oder fast sogar Anzeigen gegeben hat, haben soll bezüglich Lärmbelästigung oder Ruhestörung oder sowas. Wissen Sie davon etwas, von Seiten der Gäste oder so? Während meiner Tätigkeit hier ist bei mir selbst keine Anzeige eingelangt, okay, bezüglich einer eventuellen Störung durch Geister und so weiter. Aber man hat natürlich gehört, dass dieses und jenes vorgefallen sein soll. Okay, ja. Deshalb sage ich jetzt mal kurz Dankeschön fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und Freunde, wir müssen weiterschauen. Ja, alles klar. Okay. Danke Ihnen, dass Sie keinen Geist begegnen. Wohl, das will ich. Ja, ja, unbedingt. Ja, aber Geist lässt sich nicht viel Menschen festhalten. Ja, das werden wir sehen. Oder? Danke nochmal. Wiederschauen. Baba. Für die Mythenforscher ist nun bestätigt, dass Meldungen über einen Geist sogar bis zur Polizeistation vorgedrungen sind. Aber Anzeigen darüber ein reiner Mythos ist. Am Schloss, dem Ort des Geschehens, hoffen die drei nun, der Sache mehr auf den Grund zu gehen. Na, schauen wir mal rein. Der Schlossherr wird schon auf uns warten. Schauen wir uns einmal die Geschichte an von innen, nicht? Ja. Ich will das erste Badebad natürlich. Ja. Kommt da noch an, oder? Hey, ja. Ja, es gewittert schon. Wetter, ja. Ja. Passend zur Stimmung. Mhm. Im Schloss wartet bereits der jetzige Schlossbesitzer, Herr Unzeitig, mit einer ehemaligen Magd. Sie hat im Alter von 15 Jahren, 6 Monate unter Otto von Leitgeb gearbeitet. Also ich habe schon in dem Haus einige Sachen erlebt, die ich nicht wirklich erklären konnte. Aber der Geist tritt eigentlich eher immer dann auf, wenn ich allein im Haus bin, höre ich immer wieder Schritte. Ist damals schon etwas von Geistern im Schloss als Thema vorhanden gewesen? War da irgendwas? Vorhanden? Für mich war es zuerst nicht. Aber die erste Nacht, als ich da war, bin ich um 9:30 ins Bett gegangen, eingeschlafen. Auf einmal hat es an der Tür gekratzt. Und ich war der Meinung, aha, ein Kotz. Habe mich umgedreht, wieder eingeschlafen, wieder munter geworden, hat wieder gekratzt. Sehr intensiv. In der Früh sage ich zur Köchin, du Anna, haben wir mir ein Kotz da im Haus? Sagt sie, nein, wir haben drei Hunde oben. Mhm. Sage ich, und warum hat es bei mir gekratzt? Hat sie so locker gesagt, nein, das war unser Hausgeist. Und ich habe gedacht, sie will mich ärgern, Jungs Dirndl, mir Angst machen. Und ich habe dann gesagt, ja, ja, Hausgeist, und bin weggegangen, weil ich habe es nicht ernst genommen. Das Kratzen und die Katzen zieht sich durch diverse andere Geschichten. Und wie der Zufall so will, denke ich mal, wenn es hat hier einmal einen Kommentar gegeben mit dem Namen Katziana Katzenstein, dass vielleicht davon die Urkatze abgeleitet werden kann, die durch viele Geschichten in diesem Haus geistert. Auch viele der Hotelgäste erzählen von Begegnungen mit einer Katze. Doch sind am Schloss keine Katzen bekannt. Aufschluss darüber, wer nun hier als spukender Schlossgeist in Frage kommt, gibt es den Mythenforschern nicht. Die Küche hat sich hier befunden. Es war ein länglicher Raum. Anschließend war mein Zimmer, wo ich so hinunter, ja. Innen drinnen, ja. Von der Küche rechts das Zimmer war meines, links war das von der Köchin. Hm. Und anschließend von der Köchin war eine kleine Speis. Hm. Weil die Köchin hatte müssen im Schloss früher die Speis bewachen. Für zwei Personen, so was Blödes. Hm. Damals. Aber das war damals der Küchenbereich. Und war verändert aber ihr Unterkunft, das war das Dorf. Ja, da habe ich geschlafen, da war mein Zimmer, ja. Oder? Wo ich dieses Erlebnis gehabt habe. Das war der Raum. Und die Tür war immer fix zu, das war eine andere alte Tür. Also da kann kein Viech von da hineinkommen sein. Es muss irgendwas anders gewesen sein. Mhm. Es hat halt gekratzt, so richtig, so als möchte jemand rein wollen. Und als junges Mädchen macht man sich ja keine Gedanken. Ja. Allein waren wir mit Frauen auch unten, habe ich gedacht, wer wird denn schon reinkommen? Ja, ist ein Kotz. Ja. Und deshalb habe ich auch keine Angst. Aber es hat im Schloss kein Kotz geben. Ja, dort war eine, aber die ist nie hergegangen, weil die Hunde immer da waren. Es waren ja die Hunde immer da. Der Grafiker Reinhard chattet täglich mehrere Stunden mit Hilfe seiner selbstgebauten Antenne mit feinstofflichen Wesen.
Die Wesenheiten geben ihm auch wichtige Informationen über unsere Erde. Sind das jetzt Außerirdische oder ist das... Ich habe solche Sachen auch bekommen. Da ist die Rede von Usos, nicht UFOs, also die unter dem Meer sich befinden. Und da war die Rede von einem Uso, das ist wie eine Arche gebaut und das ist nur für die Elite. Ob das in der Vergangenheit war oder jetzt, das konnte ich nicht rausfinden. Auf jeden Fall, diese Arche ist voll mit Lebensmitteln und nur ausgewählte Leute kommen rein und anscheinend, damit sie irgendeine Katastrophe überleben. Jetzt habe ich an das alte Atlantis gedacht und die Geschichten mit Noah. Vielleicht bezieht sich das auf diese Geschichte oder das Ganze wiederholt sich wieder. Weil wenn man so in die Welt rausschaut, würde mich nicht wundern. Das heißt, Sie meinen, also Sie haben die Information bekommen, dass es ein Uso gibt? Ja. Oder eine Flotte, besser gesagt, eins reicht schon nicht. Im Pazifik, oder? Auch nicht, es ist einfach Uso. Also in den Weltmeeren? In den Weltmeeren gibt es eine Flotte, gut versteckt. Fällt mir nur ein Black Project. Irgendwo muss die Kohle ja hinfließen. Und wenn man so in die Welt rausschaut, das spricht ja alles dafür. Reinhard spiegelt seine Erfahrungen und Gedanken mit den Außerirdischen in selbstgemalten Bildern. Das passt auch zur heutigen Zeit. Also, die Glückseligen, die wirklich sagen wir, brav waren, die werden gerettet, steigen auf ins Licht. Und die Mehrzahl, die wird büßen müssen. Nicht? Das sieht man die gierigen Clown, nicht? Die sie in die Tiefe ziehen. Das war eigentlich die Idee dahinter. Ist es auch durch eine Inspiration gekommen? Oder? Ja. Alle meine Bilder, die ich jetzt mal momentan eh nicht, die ich gemalt habe, haben alle einen tieferen Grund. Sonst ist für mich ein Bild wertlos, ohne einen tiefen Gedanken. So Blümchenmalereien oder Landschaften sollen andere machen, aber da muss ein Kern sein. Ne? Tja, und dieses Bild hier, das geht auf mein Interesse für UFOs offenbar ein. Und da ist ja sehr viel die Rede von Anunnakis. Und das Bild heißt auch einfach Anunnaki. Man sagt, die haben uns programmiert, gezeugt in der Retorte. Man sieht, die haben 6 Finger. Und tatsächlich ist es ja so, es werden Funde gemacht. Und es gibt in manchen Ländern, manche Menschen haben tatsächlich 6 Finger. Das ist nicht geklärt, wie sowas möglich ist. 6 Finger, 6 Zehen. Ne? Und ich wollte einfach das mit den UFOs, die Anunnakis, das ist für mich eine Einheit. Ich habe auch viel darüber gelesen und das hat mich inspiriert. Die sind sicher hier und wir sind, ich sage es beinhart, so eine Art Laborratte. Ja, klingt hart, aber für mich kristallisiert sich das immer mehr raus. Und da wird geschaut, welche Eigenschaften man entwickeln kann. Und irgendwann wird es möglich eine Auslese geben, so wie es in etlichen Schriften steht. Aber mit meiner Transkommunikation, es kommt immer wieder hin. Du bist wortwörtlich, es wird gefischt, also ausgelesen. Dieses Programm läuft ununterbrochen, dieses gefischt werden. Hier und da sickern ja solche Berichte durch. Ne? Also die Leute haben keinen Huscher. Die haben das wirklich erlebt, beinhart. Und sie leiden natürlich darüber, schwer zum Einordnen. Also, dass Menschen entführt wurden? Ja, noch immer. Das passiert sicher ohne deren Wissen. Vielleicht werden sie auch wieder zurückgebracht und keine Ahnung. Die Möglichkeit besteht sicher. Sie sind noch nie entführt worden? Ja, schon. Aber das war für mich kein Trauma oder so. Das war für mich, es war ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis. Und das passiert tatsächlich in der Nacht, in einem schlafähnlichen Zustand. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist man da empfänglicher dafür. Das ist ein Mysterium. Auch Mario Rank, österreichischer UFO-Forscher, hat Berichte von österreichischen Entführungsfällen aufgearbeitet und mit Betroffenen darüber gesprochen. Interessant ist aber, dass diese UFO-Entführungsphänomene sich alle irgendwo ähneln. Meist sind das die sogenannten kleinen grauen Außerirdischen, die spezielle Experimente an den Menschen vornehmen. Der Pulitzer-Preisträger und Harvard-Professor John E. Mack hat unzählige von diesen UFO-Entführungsopfern untersucht, analysiert.
Er geht davon aus, UFO-Entführungen finden statt und diese Opfer, diese UFO-Entführungsopfer, haben tatsächlich solche Erlebnisse gehabt. Ich meine, es ist wie eine Starre, man kann sich nicht bewegen und auf einmal merkt man, es ist was im Zimmer. Ich kann die Augen nicht öffnen und ich merke, es kommt was in den Raum. Das Bett bewegt sich, setzt sich jemand nieder. Also bleibt einer normal, das Herz stehen. Ne? So wie, boah, das ist eine Art Katalepsie. Aber Sie waren nicht in einem Raumschiff, Sie waren nicht irgendwo anders? Ich kann nicht sagen, was rund um mich ist. Es bewegt sich was. Ne? Ich habe den Eindruck, ich setze sich nur jemand aufs Bett und es passiert dann an mir etwas. Also bei mir ist das so, ich wäre irgendwie dann aufgepeppt. Es werden einige Eigenschaften verändert, die andere Menschen nicht haben. Also man kriegt so eine Art Upgrade. Also ich habe es angenehm erlebt. Ich bin zufrieden, bin eigentlich stolz drauf. Ja. Obwohl man mit so einer Eigenschaft, man hat es nicht leicht. Man hat es in der Gesellschaft nicht leicht, aber damit muss man leben. Alles hat seinen Preis. Nicht?